Ein herzliches Willkommen. Wir sind bei Donnerstag, 8. Dezember 2022. Sonne und Venus im Schützen, der Merkur im Steinbock. Pragmatismus, Genauigkeit, gut vorgehen natürlich und sich, ja, ich sag mal, an die Fakten halten. Im Gespräch vor allen Dingen. Wir hatten ja gestern den Mond im Zwilling, was mit ja, Mars rückläufig und der Sonne so ein bisschen zu Streit geführt haben kann. Das kann sich heute noch verstärken, denn das wird fortgeführt und wir haben den Vollmond in den Zwillingen. Ja? Das bedeutet, dass eben das, was man vorantreiben will oder wo man geblockt wird, irgendwie verstärkt wird und dass man da rebellisch reagieren kann. Seid da bitte sehr vorsichtig. Es könnte zu Streitigkeiten kommen und man könnte dann wirklich richtig viel Zoff haben. Sollte man versuchen zu vermeiden. Ja? Wir haben Verbindungen zwischen Sonne und Mond, wir haben Sonne und Mars. Macht schön langsam, überstürzt nichts und vor allen Dingen hängt euch nicht zu sehr in eine Sache, die es vielleicht am Ende nicht wert sein könnte. Mars ist ja rückläufig und das ist eben kraftentziehend, schlaucht. Der Saturn hält euch an der Sache dran. Saturn ist im Wassermann und der Mond in den Zwillingen macht ein bisschen nervös, ein bisschen fahrig und kann auch zu vielen Gesprächen führen. Besser wäre es, man hält sich an das, was man vorhat und man verändert nicht so viel. Ich wünsche euch natürlich gutes Gelingen, viel Erfolg und dann schauen wir mal, was wir für alle haben. Bis gleich. Herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Donnerstag, 8. Dezember 2022. Sonne und Venus im Schützen. Der Merkur befindet sich im Steinbock. Klare Ansage. Wir haben Vollmond in den Zwillingen. Und wir haben mit der Sonne und Mars, die sich gegenüberstehen, Streitenergie. Und das wird durch den Mond im Zwilling und den Vollmond vor allen Dingen im Zwilling noch verstärkt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Man ist vielleicht schnell auf 180 und die anderen natürlich auch. Und da uns ja mit Mars rückläufig in den Zwillingen auch noch Energie fehlt, muss man sich seine Kampfarenen gut wählen. Man sollte also sich nicht unnötig, ich sag mal, in die Haare kriegen. Schwierige Konstellationen, aber ich denke, dass man das hinbekommen kann, wenn man achtsam ist und wenn man nicht zu hastig vorgeht. Und das ist ja momentan sowieso nicht auf dem Plan, sage ich mal. Was haben wir für den Widder heute? Die Welt. Etwas hinter sich lassen, etwas Neues beginnen. Die zwei der Kelche, Gespräche auf Augenhöhe und die Strategie. Also möglicherweise möchtest du ja irgendetwas klären, etwas voranbringen auch durch Strategie in Gesprächen. Das muss jetzt im Gespräch auf Augenhöhe nicht unbedingt privat sein, es kann auch beruflich sein. Man muss da strategisch vorgehen und auch vielleicht erstmal mit Sensitivität die Lage peilen, wie jetzt das Gegenüber unterwegs ist, ob derjenige gereizt ist. Dann hat man natürlich wenig Aussicht auf Erfolg. Wenn derjenige zugänglich ist, kann man das schon eher machen. Wir haben den König der Schwerter. Ich glaube, es geht darum, Sachverstand oder eben eine, ja, ich sag mal, versierte Person dazu zu befragen, sich Rat zu holen oder vielleicht auch die Person mit in eine Diskussion, ein Gespräch mit einzubeziehen. Es geht um Klarheit und Wahrheit, die Dinge klären. Man sollte dabei aber, wie gesagt, nicht zu hartnäckig oder zu selbstgerecht in diese Diskussion, in dieses Gespräch gehen, sondern sehr sachlich, sehr tolerant und natürlich gut vorbereitet mit Merkur im Steinbock. Dann kann man möglicherweise die ersten Schritte in diese Richtung gehen. Ich wünsche dir gutes Gelingen, viel Erfolg und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind heute bei Donnerstag, 8. Dezember 2022. Sonne und Venus im Schützen, der Merkur im Steinbock, sehr gut für dich. Wir haben Jupiter und Neptun auch in den Fischen, vorläufig beide natürlich. Und da ist Sensitivität gefragt. Wir haben immer noch die Sonne gegenüber Mars. Wir haben Vollmond in den Zwillingen. Wir haben natürlich den Mond in den Zwillingen. Da kann ein bisschen Unruhe und Streitlust aufkommen. Da muss man aufpassen.
Da sollte man sachlich vorgehen, aber auch empfindsam im Sinne von, wie ist die Stimmung, wie sieht das Ganze aus, wie ist der andere, die andere unterwegs. Also man muss sich da ein bisschen vorsichtig vorwagen, gegebenenfalls. Und wenn man kann, natürlich Streit vermeiden. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir für den Stier am heutigen Donnerstag haben. Ganz viel Gefühl, 10 der Kelche, das ist schön. Aber man sollte da sehr langsam vorgehen, okay, mit dem Page der Münzen und der Turm. Das bedeutet, keine zu hohen Erwartungen und auch vielleicht nicht zu forsch vorgehen und nicht zu viel wollen. Wir haben die 3 der Schwerter. Das hat 2 Bedeutungen. Entweder muss man aufpassen, dass man selber nicht verletzend spricht oder zu hartnäckig rüberkommt. Oder aber es ist so, dass man vielleicht heute dieses Gespräch oder dieses Aufeinanderzugehen vermeiden sollte. Also dass man auch vielleicht auf eine Kränkung eines anderen oder einer anderen nicht unbedingt harsch reagieren sollte. Also es kommt immer auf die Situation drauf an. Es ist heute schwierig, man kann sehr schnell in Rage geraten, eben durch den Vollmond auch in den Zwillingen, beziehungsweise den Mond in den Zwillingen. Und uns fehlt ja die Energie mit Mars in den Zwillingen rückläufig. Die Sonne steht dem gegenüber, da ist das Temperament dahinter. Also man kann schnell aufbrausend werden. Und das sollte man hier tunlichst vermeiden. Ja? Also ganz ruhig, gut vorbereitet, wenn du das gehört hast, bist du ja. Und dann nimmst du das vielleicht auch nicht persönlich. Die Stimmung allgemein ist heute so ein bisschen schnell hochgekocht. Also viel Erfolg dabei und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Zwilling. Wir sind heute bei Donnerstag, 8. Dezember 2022. Sonne, Venus im Schützen bestärken dich. Der Merkur im Steinbock möchte, dass die Gespräche sachlich, verlässlich und, ja, ich sag mal auch verbindlich sind. Und wir haben immer noch Sonne gegenüber Mars. Mars ist in den Zwillingen rückläufig. Übrigens entzieht uns natürlich die Kraft. Und dieses Gegenüberstehen der Sonne, des Mars, weckt natürlich die Streitlust, Kritikfreude. Und durch das Temperament in der Feuerenergie kann man natürlich, ich sag mal, übertreiben oder vielleicht zu heftig reagieren. Das wird noch verstärkt durch den Vollmond in den Zwillingen. Und deswegen solltest du heute ganz gegen deine Natur noch viel ruhiger agieren als sonst und sehr vorsichtig sein und vielleicht auch nicht sofort antworten, wenn jemand irgendwas sagt oder vielleicht nicht direkt wütend werden. Wir haben die 10 der Kelche, sehr viel Gefühl. Ja, Jupiter ist in den Fischen, Neptun ist in den Fischen. Man ist da sehr, wie soll ich sagen, risikofreudig. Aber man hat noch sehr viele Verpflichtungen, Aufgaben zu erfüllen. Und das sollte natürlich dann erstmal erledigt werden. Man sollte da nicht zu gefühlvoll agieren. Die 8 der Kelche bedeutet, dass man sich davon wegbewegen möchte, von diesen Verpflichtungen. Man sollte aber nicht riskieren, dass man da etwas vielleicht nicht macht oder sich davor drückt. Ja, das wäre nicht so gut. Es ist wichtig, dass man erst die Routine erledigt und dann sich um andere Dinge kümmert und sich nicht verzettelt. Das ist ganz wichtig. Man könnte sich nämlich da sehr viel mehr Arbeit aufhalsen, wenn man das dann vernachlässigt, weil man was Neues im Blick hat. Ja, mit den Gefühlen sollte man natürlich auch aufpassen, dass man nicht zu risikofreudig auch, wie gesagt, kommuniziert. Es geht um verlässliche und sachliche Gespräche. Und auch wenn es schwerfällt, bleib auf dem Teppich, mach langsam. Wenn du das geregelt hast und wenn du die Dinge erledigt hast, kannst du dich immer noch anderen Dingen widmen. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sag bis morgen. Herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Donnerstag, 8. Dezember 2022, Sonne, Venus im Schützen, Merkur im Steinbock. Das unterstützt dich natürlich auch. Da wird sachlich über Dinge gesprochen. Es ist wenig gefühlvoll, aber ich denke, durch Jupiter und Neptun in den Fischen wird das schon auf die Stimmung, Wirkung haben, beziehungsweise wird man freundlich und hilfsbereit aufeinander zugehen. Wir haben jedoch mit Mars in den Zwillingen rückläufig, wie gesagt, immer noch Energie, die uns entzogen wird. Das wird jeder auch spüren. Wir haben dann natürlich auch den
Mond in den Zwillingen. Wir haben heute auch dann Vollmond in den Zwillingen, was diese Kritikfreude eben noch verstärkt. Sondern Mars und Sonne stehen sich gegenüber. Da hatten wir gestern schon so ein bisschen ja, kritische Energien. Die werden durch den Vollmond noch verstärkt. Und deswegen sollte man da sehr vorsichtig vorgehen. Aber auch nicht, sagen wir mal, überempfindlich reagieren. Das könnte nämlich passieren. Was haben wir heute für den Krebs allgemein? Eigenliebe. Wie gehst du mit dir selbst um? Bist du zufrieden mit dir? Es geht darum, Informationen zu sammeln, sich auszutauschen und natürlich um das Team, um die Gruppe, mit der du zusammenarbeitest. Aber ich denke, es geht darum, dich hier auch ein Stück weit zu schützen, wenn da irgendwas gesagt wird oder getan wird, dass du da nicht drunter leidest, das nicht persönlich nimmst, weil die Energien sind halt gerade so ein bisschen, aufgemischt und jeder kann so ein bisschen überreagieren. Wir haben die 9 der Münzen, macht dir klar, was du schon erreicht hast, auch im Team und in der Gesellschaft. Es geht auch um die Selbstfürsorge, dass du auf dich achtest, dass du selber deine Gefühle, ja, ich sag mal, im Griff hast, beziehungsweise auch das nicht persönlich nimmst, wenn mal irgendwelche kritischen Dinge besprochen werden und dass das sachlich bleibt. Mit den 9 der Münzen stehst du auch kurz vor einem Durchbruch und Jupiter wird dir auch dabei helfen und Neptun wird dir auch die Kreativität geben, damit umzugehen. Das klingt doch schon mal sehr gut. Du bist gewappnet. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind bei Donnerstag, 8. Dezember 2022. Sonne, Venus weiterhin im Schützen. Das ist schön für dich. Der Merkur ist im Steinbock. Damit geht es darum, klar, deutlich, verlässlich und adäquat auch in der Kommunikation zu sein, also dass man eben auch nur Dinge, ich sag mal, verspricht, die man auch halten kann zum Beispiel. Wir haben den Mond in den Zwillingen, das kann für ein bisschen Unruhe sorgen oder dass an einem herumgezerrt wird in irgendeiner Form. Wir haben den Mond, wie gesagt, in den Zwillingen, wir haben auch Vollmond in den Zwillingen. Die Sonne steht dem Mars gegenüber, der Mars ist rückläufig in den Zwillingen. Also ich denke mal, man muss da sehr vorsichtig vorgehen. Jupiter und Neptun sind in den Fischen. Da geht es auch darum, sensitiv in der Situation, ja, ich sag mal, da vorzugehen, beziehungsweise zu schauen, wie ist denn die Stimmung, bevor ich da irgendwas vom Stapel lasse. Und das wäre ganz gut und eben auf deine Energien achten, also dass du dich nicht in irgendeiner Form verausgabst oder Streit dich nicht provozieren lässt dann. Ne? Was haben wir für den Löwen heute? Du möchtest was verändern mit den 8 der Kelche. Wir haben den Job, die Arbeit, die 8 der Münzen und wir haben die Disziplin. Heute muss man, wie gesagt, so ein bisschen auf die Dinge achten, die um einen herum geschehen, also sensitiv. Man muss aufpassen, dass man sich nicht vielleicht provozieren lässt, weil viel los ist, weil stressig ist oder so. Da muss man Disziplin an den Tag legen und das, was du umsetzen möchtest, kannst du sicherlich auch umsetzen, wenn auch nicht sofort. Man muss sich auf die Gegebenheiten momentan ein bisschen einstellen, aber wenn du das schaffst, bist du auf der Erfolgsspur. Wir haben die Krebsenergie des Wagens. Bleib in deiner Spur. Das bedeutet das, was sich bisher auch für dich als erfolgreich erwiesen hat. Im Kleinen wie im Großen solltest du weiterverfolgen. Du solltest dich natürlich nicht davon abbringen lassen und noch keine großen Veränderungen vornehmen. Wenn, dann wird das sowieso in kleinen Schritten vollzogen werden können. Also mach schön langsam und sei, ja, sagen wir mal, ein bisschen intuitiv, wann was angebracht ist, heute mitzuteilen oder auszutauschen und was nicht. Und vielleicht auch, ja, schaff dir so ein bisschen eine Abwehrmauer, dass du nicht so schnell auf der Palme bist. Denn das kann leicht passieren, wenn die Sonne dem Mars gegenübersteht. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Donnerstag, 8. Dezember 2022, Sonne, Venus im Schützen, der Merkur im Steinbock, Jupiter und Neptun in den Fischen. Das unterstützt dich und macht dich ein bisschen weicher, toleranter, entgegenkommender, was auch schön ist. Ja. Wir haben leider den Mars in den Zwillingen rückläufig weiterhin. Das entzieht uns allen sehr viel Kraft, deswegen muss man sich überlegen, wo es sich lohnt, die Kraft auch einzusetzen und wo vielleicht nicht. Zudem haben wir dann auch noch Vollmond in den Zwillingen.
Da kann ein bisschen Unruhe reinkommen, aber auch Streitbarkeit. Sonne steht Mars gegenüber. Das war gestern schon, aber durch den Vollmond wird es halt heute noch verstärkt. Da sollte man sehr vorsichtig agieren und sich nicht, sagen wir mal, zu irgendwelchen Spitzenäußerungen hinreißen lassen und davon auch natürlich nicht provozieren lassen. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber wir schauen mal, was wir für die Jungfrau heute haben. Du stehst vor einer Entscheidung oder vor einer Weggabelung. Du bist dir nicht sicher, du bist unsicher oder drehst dich im Kreis. Wir haben die Feuerenergie, da ist das Temperament, da ist die, ja, ich sag mal, die optimistische Art, wir schaffen das. Geh kleine Schritte, triff keine Entscheidung, wenn du dir nicht sicher bist. Versuche die Dinge vielleicht auch ein bisschen mit Warten oder mit, dass man sich das überlegen kann. Nicht zu hastig vorgehen. Wir haben die Disziplin und die hast du ja als Jungfrau Erdenergie sowieso. Pluto ist im Steinbock, du kannst dich durchsetzen, aber es ist immer die Frage, ob es sich lohnt. Weil man kann klar seinen Willen durchsetzen, aber ob man dann nachher wirklich zufrieden ist, ist die Frage. Und ich denke, dass du eben deine Gefühle, deinen Zorn vielleicht auch, deinen Frust oder deine Enttäuschung, je nachdem, wenn du hier nicht weiterkommst, ein Stück weit im Griff hast. Und das ist gut. Sensitivität bedeutet ja auch, ich checke erstmal, wie so die anderen unterwegs sind und ob gewisse Dinge, gut laufen können, wenn ich das sage oder eben nicht. Da ist die Sensitivität sehr wichtig. Und ich glaube, dass du eben durch Disziplin und Routine, wie immer, natürlich besser fährst, als wenn du jetzt irgendwelche großartigen Dinge versuchst. Hab ein bisschen Geduld noch. Ich denke, dass das bald wieder ein bisschen einfacher wird. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind heute bei Donnerstag, 8. Dezember 2022. Sonne und Venus im Schützen, der Merkur im Steinbock und der Mond in den Zwillingen. So, das sind gute Energien für dich, pragmatisch in der Kommunikation. Allerdings haben wir durch das Temperament auch in der Feuerenergie und auch im Zwilling natürlich auch Vorsicht walten zu lassen. Mars ist in den Zwillingen rückläufig und wir haben nicht so viel Energie alle. Und es kann natürlich in Reizbarkeit münden. Gestern hatten wir auch schon Sonne gegenüber Mars, der ja rückläufig ist in den Zwillingen. Und das bedeutet, dass heute durch den Vollmond in den Zwillingen diese Energie noch verstärkt wird. Also sollte man da ganz besonders vorsichtig vorgehen. Diplomatisch, das ist ja dein Steckenpferd, damit kommst du gut rüber. Es ist wichtig, sich nicht zu verzetteln durch die Zwillinge-Energie und sich natürlich auch von anderen nicht provozieren zu lassen. Was haben wir jetzt heute für die Waage allgemein? Du bist auf Erfolgsspur mit dem Krebswagen. Das läuft alles sehr gut. Aber wie gesagt, schön langsam. Ne? Damas, Page der Münzen. Es geht erfolgreich weiter, aber sehr langsam. Das ist auch so gut so, weil eben die Energie nicht so optimal sind, um dann den großen Durchbruch zu schaffen. Das liegt aber nicht nur bei der Waage, das ist auch bei allen anderen so. Die können jetzt alle nicht so, wie sie möchten. Also fokussiere dich auf die Detailfragen, auf das, was du gerade machst, worum du dich gerade kümmerst, dass du da eben dich nicht verzettelst oder dich auch in irgendwas hineinbegibst, wo du nicht vorankommst oder wo es dann Zoff geben kann. Also da ist Sensitivität mit Jupiter und Neptun in den Fischen gefragt. Ich denke, dass du das diplomatisch und charmant lösen kannst. Für dich und für alle anderen. Also halte dich an das, was bisher auch gut läuft und mach schön langsam. Es geht ja auch um Genauigkeit mit zum Beispiel Merkur im Steinbock. Also das läuft gut. Also sein Temperament auch ein bisschen zügeln. Auch in der Kommunikation nicht zu viel erzählen, sondern lieber bei der Routine bleiben. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind heute bei Donnerstag, 8. Dezember 2022. Sonne und Venus weiterhin im Schützen. Der Merkur befindet sich im Steinbock, der Mond in den Zwillingen. Also es kann weiterhin ein bisschen Unruhe geben. Wir haben natürlich Jupiter und Neptun in den Fischen, was dich auch sensitiver, weicher macht, entgegenkommender und ich denke mal auch ein Stück weit toleranter. Das brauchst du momentan auch,
weil durch den Vollmond jetzt auch in den Zwillingen wird die Unruhe von gestern noch verstärkt und auch, ich sag mal, provokante Äußerungen oder Diskussionen, weil die Sonne steht dem Mars weiterhin gegenüber. Also da kann es schon krachen, wenn man nicht aufpasst, und deswegen ist auch deine Sensitivität gefragt, dich da so ein Stück weit, ja, ich sag mal, mit einzubringen, dass du dich selbst nicht provozieren lässt oder selbst auch nicht diese Streitkultur vielleicht unterstützt, indem du irgendwie kritikfreudig bist. Schauen wir uns mal an, was wir für den Skorpion heute allgemein haben. Da ist die Zurückhaltung, 2 der Schwerter. Also bitte keine spitzen Bemerkungen. Die Dinge nach Sachlage beurteilen. Also was ist Fakt, ja? Und wir haben den Job. Ich denke, das hat was mit dem Job zu tun. Es kann sein, dass der ein oder andere heute so ein bisschen, naja, sagen wir mal, übers Ziel hinausschießen könnte durch Temperament, durch irgendwie Provokation, durch Diskussion. Da solltest du dich zurückhalten und das auch nicht danach beurteilen, sondern danach, wie die Dinge im Ergebnis aussehen. Wir haben da auch den Neuanfang, also die Dinge entwickeln sich in eine positive Richtung, auch wenn das sich nicht immer so anfühlt, ganz ehrlich. Aber es geht darum, dass man bei dem bleibt, was man erreichen will und woran man bisher gearbeitet hat. Das gilt auch bis Januar. Du hast den Saturn im Wassermann auch ein Stück weit im Nacken, der darauf achtet, dass du deine Ziele eben weiter verfolgst, was ja auch gut ist. Pluto im Steinbock gibt dir auch die Kraft, dich durchzusetzen, aber es ist immer die Frage, ob sich das lohnt und ob dich das zufrieden macht, wenn du zum Beispiel durchgreifst. Also da muss man dann vielleicht auch abwägen, was für einen selbst wirklich besser ist. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind bei Donnerstag, 8. Dezember 2022. Sonne und Venus im eigenen Zeichen geben dir natürlich ein schönes Gefühl, Entgegenkommen und auch positive Aspekte. Der Mond im Zwilling beflügelt dich, sollte dich aber nicht zu voreiligen Handlungen, ich sag mal, verführen. Wir haben auch noch Vollmond im Zwilling jetzt. Und dann haben wir natürlich auch Jupiter und Neptun in den Fischen, was eben energetisch auch oftmals im Quadrat steht zum Schützen. Das habe ich schon mal gesagt. Da muss man sehr sensitiv vorgehen, vorsichtig sein und eben auch die Sensibilität anderer berücksichtigen. Zudem natürlich weiterhin auch, dass der Mars in den Zwillingen rückläufig ist und uns viel Kraft entzieht. Und man sollte sich nicht in unnötige Streitigkeiten verwickeln lassen oder selbst auch keine hervorrufen. Das ist manchmal schwierig, da jetzt auch die Sonne dem Mars gegenübersteht. Sonne ist ja im eigenen Zeichen und eben durch den Vollmond im Zwilling noch verstärkt wird. Was haben wir heute für den Schützen allgemein? Da ist deine Karte, Gefühl und Intellekt im Einklang, das ist sehr schön. Königin der Stäbe, auch die eigene Karte, Optimismus, Ärmel hochkrempeln, aber mit Geduld. Das hast du bisher schon gezeigt und das hast du auch bewiesen. Es ist wichtig, dass man eben das weiterverfolgt, wie gesagt, bis dann die Kraft wieder da ist. Wir haben die 7 der Stäbe. Du stehst für deine Belange ein, aber du brauchst Geduld, du musst dein Temperament zügeln. Du solltest nicht erwarten, dass sich das von jetzt auf gleich umsetzen lässt, vor allen Dingen auch nicht in gereizter Stimmung oder in kritikfreudiger Stimmung. Es geht auch darum, dass bei Merkur im Steinbock die Dinge verlässlich sein müssen, also auch verbindlich sind. Also du solltest da auch nicht irgendwas versprechen. Aber ich sehe hier, dass du eben daran arbeitest und weiter mit Geduld auch deine Vorstellungen umsetzt. Das dauert zwar länger, aber es ist der Erfolgsgarant. Wenn du also geduldig bist und dich nicht provozieren lässt und andere nicht provozierst, wirst du dein Ziel auch erreichen, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Steinbock. Wir sind bei Donnerstag, 8. Dezember 2022 mit Sonne und Venus im Schützen und dem Merkur im eigenen Zeichen. Damit kannst du gut Dinge rüberbringen, du kannst andere motivieren, du kannst anderen was beibringen. Es geht um klare, sachliche, verbindliche Besprechungen oder Entscheidungen oder Verabredungen. Ja. Wichtig ist, dass man eben mit der Energie, die gerade vorherrscht, seine Energien im Zaum halten sollte, da man nicht so viel Energie zur Verfügung hat. Also man sollte sparsam damit umgehen.
Wir haben jetzt gerade mit Mond in den Zwillingen eine herausfordernde Energie, weil man möchte gerne vorankommen. Man ist aber nicht so, na, man kommt nicht voran, weil einem auch, wie gesagt, ein bisschen die Kraft fehlt. Wir haben Mars rückläufig in den Zwillingen und die Sonne steht dem Mars wie gestern auch gegenüber. Nur dadurch, dass Vollmond in den Zwillingen herrscht, wird das noch verstärkt. Da muss man sehr achtsam sein. Durch Jupiter und Neptun in den Fischen bist du aber toleranter und sensitiver und kannst dich auf die Situation besser einstellen. Was haben wir heute? Der Ritter der Stäbe. Man möchte was riskieren in Gesellschaft und Eigenliebe. Also man möchte vielleicht als Steinbock heute so ein bisschen zeigen, wer man ist. Man möchte sich vielleicht auch, naja, ich sag mal, ja, so ein bisschen durchsetzen auch. Das stärkt natürlich dein Selbstwertgefühl. Die Frage ist nur, lohnt es sich, was dabei am Ende rauskommt? Ist das das, was du wirklich willst? Ne? Vielleicht geht es auch darum, natürlich mit anderen zu kommunizieren, was ja auch gut klappt, aber wir haben den Mond. Etwas stört dich oder etwas funktioniert nicht oder es ist momentan ein bisschen schwierig und zehrt so ein bisschen an deinem Selbstwertgefühl. Das sollte es nicht. Die Energie betrifft nicht nur den Steinbock, sondern alle anderen auch. Das bedeutet, allen fehlt ein bisschen die Kraft und vielleicht auch ein bisschen die Disziplin manchmal, sich zurückzuhalten in den Äußerungen und so weiter. Und je besser man darauf vorbereitet ist, desto weniger bezieht man das auch auf sich selbst. Und das solltest du als Steinbock in diesem Fall auch nicht tun. Es ist wichtig, auf dem Teppich zu bleiben, sich nicht davon kränken zu lassen. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber du bist vorgewarnt. Du hast die Information, dass das eben nichts Persönliches ist, sondern dass alle so ein bisschen angepiekt sind und vielleicht ein bisschen, naja, unbeherrscht reagieren können. Das wird sich auch mal wieder ändern. Also cool down und hadere nicht mit dir selbst, sondern denke, es geht anderen genauso wie mir. Und vielleicht wirkt das dann auch ein bisschen, naja, wir sind alle in einem Boot. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind bei Donnerstag, 8. Dezember 2022, Sonne und Venus im Schützen, Merkur im Steinbock, Mond in den Zwillingen, sogar Vollmond in den Zwillingen heute. Das bedeutet, wir haben die Energie von gestern nochmal, aber verstärkt durch den Vollmond in den Zwillingen. Und ja, man muss ein bisschen aufpassen. Kritikfreude, ja, Provokation oder auch Streit liegen in der Luft. Mit Mars in den Zwillingen rückläufig und der Sonne gegenüber Mars wird das, wie gesagt, durch den Vollmond in den Zwillingen verstärkt. Man sollte deswegen sehr vorsichtig sein. Man kann sich manchmal mit Spitzenäußerungen mehr kaputt machen, als dass das wirklich einem was bringt. Deswegen heißt es auch, das Temperament ein bisschen zügeln, ist zumindest mein Vorschlag. Wir schauen uns an, was wir für den Wassermann am heutigen Donnerstag haben. Du machst dir Sorgen und vielleicht ist es gut, darüber zu reden, aber freundlich bleiben mit dem Page der Kelche. Vielleicht sprichst du über die Vergangenheit oder Dinge, die du dir wünschst, dass sie wieder aufleben, oder vielleicht sprichst du auch mit jemandem, den du schon lange kennst. Sorgen und Nöte haben viele Menschen, aber es geht darum, diese nicht für sich zu behalten, sondern eben darüber zu reden, wie das so war vielleicht und wie man sich das vorstellt. Vielleicht geht es auch um die Lösung von Problemen aus der Vergangenheit. Wir haben den König der Kelche. Skorpionische Energie bedeutet, dass man sein Ziel weiterverfolgen sollte. Und mit Saturn im eigenen Zeichen fordert Saturn dich als Wassermann auch auf, dein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Sich um Dinge zu kümmern, klar, aber trotzdem an dem weiterzuarbeiten, was du vorhast oder was du erreichen möchtest. Ja? Also so ein bisschen pragmatisch mit den Dingen umzugehen. Wichtig ist, dass du, ich sag mal, deine Gefühle oder deine Sachen, die dich da beschäftigen, nicht überhand ja, nehmen lässt in deinem Leben oder gerade jetzt heute, dass dich das total frustriert. Versuche eben immer kleine Schritte voranzukommen, auch wenn es ein bisschen mühselig ist. Aber es geht vielen momentan so, man muss seine Kräfte einteilen. Und wenn man sich in, sagen wir mal, sinnlosen Debatten oder Hadern mit der Vergangenheit verliert, kommt man nicht voran. Und dann wird das nicht besser. Man kann nur etwas verbessern, indem man etwas tut im Hier und Jetzt. Und deswegen kümmere dich darum, aber
kümmere dich genauso um das, was dich momentan voranbringt. Mit Geduld und natürlich Disziplin. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute bei Donnerstag, 8. Dezember 2022. Sonne, Venus im Schützen, Mond im Zwilling und Merkur im Steinbock. Okay, da haben wir leidenschaftliche Energie mit Feuerenergie, da haben wir Luftenergie, Zwillinge, wir haben sogar Vollmond im Zwilling. Wir haben Mars in den Zwillingen rückläufig, was uns allen sehr viel Energie entzieht. Das muss man mit berücksichtigen, dass man sehr zaghaft vorgeht, bevor man irgendwas verspricht, was man da nicht einhalten kann. Das würde Merkur im Steinbock auch ungerne verzeihen, ja. Wir haben auch Mars, wie gesagt, rückläufig in den Zwillingen, die Kraft fehlt. Wir haben die Sonne gegenüber Mars und mit dem Vollmond in den Zwillingen heute wird das Ganze mit dieser Kritikfreude, mit den Hufenscharen vorankommen wollen und nicht können, verstärkt. Also sei da bitte entgegenkommend, vorsichtig, lass dich natürlich auch nicht davon überrumpeln oder mitreißen oder vielleicht auch überrollen. Wir haben Jupiter und Neptun in den Fischen. Du hast viel Kreativität dabei, du hast viele schöne Entwicklungen, aber du musst halt auch diszipliniert auf dem Teppich bleiben und dich nicht von der Unruhe anstecken lassen. Das ist ganz wichtig. Schauen wir uns an, was wir heute allgemein für die Fische haben. Zurückhaltung. Vielleicht, dass du gar nicht erst zwischen diese aufkommenden Provokationen kommst. Intuition. Du checkst die Luft sozusagen, was los ist, wie die Leute sich fühlen. Wenn da Streit ist, halte dich vielleicht fern, versuch dich nicht da einzubringen. Wir haben die 5 der Kelche, manche Dinge kann man nicht ändern, andere wiederum, damit kann man arbeiten. Also ich denke mal, dass du heute möglichst dich aus heißen Diskussionen und Ähnlichem raushalten solltest. Einfach aus dem Grund, dem bist du nicht gewachsen und es ist auch unnötig. Es kostet nur Kraft. Das heißt, gewisse Dinge kannst du momentan nicht beeinflussen, aber die, die du beeinflussen kannst, da kannst du Harmonie reinbringen. Du kannst für jemanden da sein, du kannst mit jemandem sprechen, jemandem entgegenkommen auf Augenhöhe, aber lass dich nicht in irgendwas hineinziehen oder dazu verleiten, irgendwie Stellung zu beziehen oder so. Ich wäre da vorsichtig, ich würde mich da raushalten. Deine Intuition wird dir den Weg weisen, also wo du was sagen kannst und wo nicht. Aber es ist heute wirklich besser, sich ein bisschen zurückzuhalten und sich davon möglichst fernzuhalten, wenn es irgendwie geht. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. So, wir sind beim 8. Türchen im Adventskalender und wir schauen uns an, was wir heute haben, worauf dieser Adventskalender hinweist, was haben wir für heute. Wir haben Kontrolle. Kontrolle, wichtiger Punkt. Wir haben Kontrolle über uns selbst. Wir haben ja nicht über alles Kontrolle natürlich. Man muss unterscheiden zwischen dem, wo man Kontrolle hat oder nicht. Vielleicht auch wissen, wer kontrolliert. Kontrolle über sich selbst zu haben, sich im Griff zu haben, könnte man auch sagen. Aber möchte man andere kontrollieren? Das ist nicht so gut. Ja. Die Kontrolle auch nicht herzugeben. Also weiterhin zu bestimmen, wo es hingeht für einen selbst. Andere kann man natürlich auch versuchen zu kontrollieren, aber das geht meistens nicht gut aus. Und vielleicht auch zwanghafte Dinge ein Stück weit loszuwerden, ja, die Kontrolle wiederzugewinnen, wenn man Zwangshandlungen ausübt oder wenn man vielleicht auch zum Beispiel zwanghaft Kontrolle ausüben möchte. Es gibt so viele Unterschiede, was Kontrolle ausübt oder was Kontrolle sein kann. Selbstkontrolle, Kontrolle eines Gegenübers. Kontrolle in bestimmten Situationen und vielleicht auch Kontrolle, Perfektionismus, solche Sachen. Es ist schwierig, Perfektionismus zu leben, denn man ist ständig damit beschäftigt, Dinge zu kontrollieren. Und sollte so etwas bei dir vorhanden sein, solltest du schnellstmöglich versuchen, dich davon zu lösen. Eine gewisse Kontrolle ist gut, aber dann muss man auch mal 5 gerade sein lassen. Es geht darum, dass man
diesem Thema Aufmerksamkeit schenken sollte. Vielleicht gerade heute, weil es schwierig werden könnte. Man muss nicht Kontrolle über die Situation haben, aber man kann Kontrolle darüber haben, wie man damit umgeht selbst. Negative Ereignisse können auch das Gefühl vermitteln, dass man Kontrolle verloren hat. Man fühlt sich lost, verloren. Ja? Kann durchaus sein. Vertrauen geht uns verloren. Vertrauen ist aber nicht Kontrolle. Vertrauen ist Glaube an das Gegenüber oder an die Sache. Gefühl der Sicherheit ist nicht unbedingt die Kontrolle. Man fühlt sich sicher, wenn man Dinge natürlich im Griff hat, aber man muss wissen, welche Dinge man eben beobachten muss, damit man diese nicht, ja, damit diese nicht Kontrolle über einen selbst gewinnen. Schlechte Erfahrungen in Bezug auf die eigene Sicherheit kann Kontrolle bewirken oder den Wunsch nach Kontrolle. Da muss man ein bisschen Acht geben. Es ist leider so, dass die Welt eben nicht so kontrolliert werden kann, wie das manche sich vorstellen oder möchten. Das funktioniert nicht. Eigentlich besteht Leben und auch ja, das Miteinander auch meistgehend aus Chaos. Das Chaos kann aber auch Gutes bewirken. Es gibt Gedankenansätze, es gibt Veränderungen. Wenn ich Kontrolle habe, will ich ja nichts verändern. Ich will das beibehalten, was ist. Und Leben ist Transformation. Das funktioniert also nicht so wirklich. Und man kann natürlich, wie gesagt, an gewissen Dingen arbeiten, die man unter Kontrolle haben möchte. Wenn man sich Wissen aneignet, muss man lernen, um dieses Wissen eben auch in sich aufzunehmen. Das ist eine gewisse Kontrolle. Ich kontrolliere, was ich mir an Wissen aneigne. Allerdings kann ich nicht andere Personen kontrollieren. Ich kontrolliere vielleicht meine Mitarbeiter zum Beispiel, wann die kommen, wann die gehen. Das ist was anderes, aber ich kontrolliere nicht deren Leben. Ein bisschen Kontrolle ist okay, zu viel Kontrolle ist ja übergriffig. Und wer vielleicht auch schon mal Kontrolle in der Form erlebt hat, der wird das auch nicht sehr schätzen. Und freiheitsliebende Menschen kommen damit so gar nicht klar. Kontrolle heißt ja, ich habe etwas vor und ich will, dass alle sozusagen nach meiner Pfeife tanzen. Und alles, was davon abweicht, wird in irgendeiner Form bestraft. Das ist nicht gut, das ist nicht positiv, das ist eine negative Kontrolle. Und das zu unterscheiden, was positiv und was negativ ist, alles, was übergriffig wird in Form von Kontrolle, die ich ausüben kann, ist nicht gut. Kontrolle, wie gesagt, mit dem Wissen sich aneignen, das ist eine freiwillige Kontrolle. Also wenn ich zum Beispiel auch Gewicht verlieren möchte, dass ich mich kontrolliere, was die Kalorien betrifft. Das ist freiwillige Kontrolle, das mache ich für mich. Aber ich kann nicht anderen etwas auferlegen, weil ich die Kontrolle über diese Personen haben möchte. Das funktioniert nicht. Das funktioniert bei Eifersucht nicht. Das funktioniert bei anderen Dingen nicht. Wenn, dann muss ich die Ursache bekämpfen. Wenn wir jetzt beim Thema Eifersucht bleiben, dann muss ich wissen, wo kommt das her? Denn es ist ein Schwächegefühl. Es ist das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Irgendwo einen Mangel zu haben, sodass ich mit anderen in Konkurrenz trete oder das Gefühl habe, ich werde hintergangen, weil ich diesen Mangel habe. Und das ist eine sogenannte Schattenseite. Kontrolle entsteht meist, also solche Kontrolle entsteht meist durch Schattenseiten, weil man selbst verunsichert ist oder weil man vielleicht irgendwo das Gefühl hat, ich muss jetzt die Dinge im Griff haben, weil sonst funktioniert es nicht. Ein Zwang. Und jeder Zwang ist unangenehm, sowohl für denjenigen, der ihn ausübt, als auch für denjenigen, der darunter leiden muss. Also Kontrolle über sich selbst, über gewisse Dinge, freiwillige Kontrolle, alles prima. Alles andere entzieht sich eigentlich unserer Kontrolle. Und das zu unterscheiden, ist sehr wichtig. Ein schönes Wort für den 8. Dezember. Ich wünsche euch einen tollen Tag und sag bis morgen.